Stell dir vor, da kriegst du so einen Brief und weißt nicht, was drin steht, nur so ein Kando Europe Sony Emblem. Und dann machst du diesen Brief auf, dann liest du den durch und hast immer noch keine Ahnung, was auf dich zukommt. Denn darin trittst du nur deine Rechte ab. Also war das Einzige, was ich wusste, dass ich 6.15 Uhr am Zürich Flughafen sein muss bei den Austrian Airlines. Und was macht man, wenn man ein Wächler ist? Klar, man nimmt die Kamera mit und geht den Menschen mal richtig auf den Sack. Wie geil! Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, logisch! Klar, ey, schau, der Olaf. Hey, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geil. Cheers. So, schon war das Eis gebrochen und ein paar bekannte Gesichter waren auch mit dabei. Aber man möchte ja im Kando-Gedanken auch die unbekannten Gesichter kennenlernen. Und wer bist du? Ich bin der Rami. Der Rami? Was macht der Rami? Da Fotos und Videos, wie die meisten hier nicht mehr. Okay, das hätte man sich bei einem Testing-Weekend von Sony eigentlich ja auch denken können. Aber was bedeutet dieses Kando eigentlich? Kando ist eine japanische Philosophie, das kommt eigentlich so aus der Design-Sprache heraus. Und für Sony ist es sehr wichtig, dass man mit Kando eigentlich dieses Gefühl ausdrücken möchte, wenn man sagt, wow, that's amazing. Also, jetzt kennen wir die ersten Menschen, wissen, was Kando bedeutet. Jetzt können wir eigentlich los. Wohin geht die Reise? Mal richtig hier und dann wissen wir es nicht mehr. Das weiß auch nicht. Nein, ich weiß gerne nicht. Oh, schön blöd. Zum Glück haben Olaf und Han uns sicher durch den Flughafen gelotst. Und wie könnte es anders sein, wenn 30 Kamerafreaks auf einen Fleck zusammenkommen? Klar, sie testen, 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 bis der Arzt kommt. Oder eben die Flughafen-Security. Das ist krass, die CVE. Mega krass, ich bin hoher Beeindruck. Ja, also wenn ich wieder den Zittern habe, geht es trotzdem. Grüezi. Moment. Und nach so einem ewig langen Flug will man natürlich auch schnell wieder raus. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt. Ade, danke vielmals. Was ein schöner Flug, du. Der Kando-Vibe war auch schon voll und ganz zu spüren. Es ist auch was ganz Besonderes, so tolle Menschen nach langem wiederzusehen oder auch neue Bekanntschaften zu knüpfen. Einfach Ben, Arinas Luisa, Sandra und Nate und alle sind sie da und ihn kennen wir nicht. Da reist man ja doch nicht einfach nach Wien und noch weiter. Da will man ja neue Dinge, neue Menschen und neue Tools kennenlernen. Und habt viel Spaß, tschüss, Baba. Und hure sich, wenn du am Ende von der Welt ankommst, bist dann steht da wieder so eine Zürich-Schnur, wo du erst gerade noch fein gefressen bist mit einem breiten Grinsen von Timo nach Timbuktu. Nein, Scherz. Ich habe mich wirklich auch sehr gefreut auf dich, Pascal. Das Highlight bist du. Da Pascal und ich jetzt uns unsere Bromance gestanden haben, kann es ja weitergehen und am besten mit einem Bierchen. Cheerio! Cheers! Alex, spürst du das auch, dass das geil wird? Das wird geil, ey. Und pff, die Sony, die haben sich echt nicht lumpen lassen. So, jetzt sind wir angekommen. Es ist Zeit für die Verwandlung. Hey, das fühlt sich schon so viel leichter an. Und was die hier aufgefahren haben und das Zimmer, das musst du dir jetzt anschauen. Komm mit. Hey, es ist wirklich zart. Das jetzt müssen wir gleich mal schauen, was die da so mitgebracht haben. Also, schauen wir da mal rein. Das da. Das ist ein Tischi, ganz offensichtlich. Da hat es nochmal einen Brief. Lieber Timo, schön, dass du da bist. Teil des ersten Sony Kando Trip Event Alp. Danke für deine Ideen und die Vorbereitung. Wir wünschen dir ein spannendes Weekend. Dein Sony Team. Yeah, voll geil. Okay, schauen wir weiter. Broschüre. Würde ich auch sagen, die beste Kamera. Was hat es da noch? Nochmal etwas zum Lesen. Ein Putztuch braucht man immer, mache ich üblicherweise im Hemd. Und. Wow! What happened? Kopfhörer! Headphones! Oh, that's so cool! Hey, headphones! Yeah. You know, the incredible ones! Are they really incredible? Hey, the new ones! Hey, the new ones! That's awesome! Hey, exactly! Krass, das ist ja wirklich pervers, Boyle. Also die sagen Noise Cancelling sagen die der absolute Wahnsinn. So, da hat es einen Pulli, den lege ich gerade jetzt an. Und da eine Daunenjacke. Kann ich nicht mehr.
jenseits. Das ist auch sehr generös. Danke vielmals, Olaf. Sehr gerne. Du. Schön, seid ihr da. That's the spirit. High five. Sehr gerne. Merci, Olaf. Gut gegessen, tolle Menschen kennengelernt, gute Gespräche geführt, Musik gespielt, wenig geschlafen. Das kann ja nicht mehr besser werden, oder? Vielen Dank. Sony Kando Trip Tag 2 Location 1. Die weltgrößte Benediktinerstiftsbibliothek im Kloster Admont. Ja, Sven, so hast nicht nur du gestaunt. Die Klosterbibliothek ist einfach nur krass. Also wirklich. It's crazy. Und das Geilste war, da stehen 30 Filmer und Fotografen und dann entdecken wir das. Und freust du dich? Ja, ich würde sagen, aber weißt du, was ich lustig finde? Du darfst da gar nicht föteln. Fotografieren verboten. Hey! Kleiner Spaß am Rande. Für uns wurde das Verbot natürlich aufgehoben. Schon gut. Und wie es halt so ist, interessieren sich die einen für den Architekturstil, die anderen für die Historie und die nächsten für die Fresken und die Deckenmalerei. But boys, stay boys. Diese Kamera in diesem Buch, ist die von euch? Wenn es eine gute Kamera ist, sowieso. Hast du gesehen, eine Geheimtür. Ja, ich kenne die aus meinem Büro. Habe ich auch eine Geheimtür. Ja, die verschwinde ich immer ab und zu. Oh, ich hoffe, der Fehler ist nicht unauffindbar, wenn ich meinen Deal einlösen möchte. Warum verwendest du eigentlich einen Gimbal? Ein Gimbal finde ich so das überbewertetste Kamerateil. Weil ich einfach zu blöd bin zum Filmen. Das kann doch nicht sein. Doch, ich muss mal einen Videokurs machen. Aber für Astro, da kennst du dich aus? Ja, da kenne ich mich aus. Also gut, dann gebe ich dir einen Filmkurs und du mir einen Astro-Kurs. Deal. Aber einen Kurs in Arbeitssicherheit brauchen wir bestimmt keinen. Denn wir haben ja Gottes Sohn. Die Jesus als Leiter. Spaß beiseite. Herzlichen Dank Matthias Knippeis und Conny für die Inszenierung in dieser gewaltigen Location, weil da konnte man so richtig tolles Zeug kreieren. Also ich muss schon sagen, ich bin immer noch schwer beeindruckt von diesem gewaltigen Raum. Apropos gewaltig. Gewaltig war auch die nächste Location. Aber was macht man da genau? Da fahren dann die Leute einfach mit der Mutter an spazieren. Alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Very close up. Super Bühne. Ja. Geil. Das ist wirklich echt spektakulär pur gewesen. Was für eine imposante Kulisse und was für ein krasser Fahrer. Adrenalin pur. Apropos Hormone. Wer sagt, dass Oxytocin nur zwischen Eltern und Kind ausgeschüttet wird, liegt offensichtlich falsch, wie Sandro uns zeigt. Jetzt bin ich aber gespannt, was Nate mit seiner vollgerigten FX3 der Schweizer AG so angestellt hat. Nach dieser staubigen Aktion wäre ich am liebsten unter die Dusche. Aber noch nicht. Eine Location gab's ja noch. Um mich im See zu entstauben, war es mir dann doch ein bisschen zu frisch. So ging's auch TomToms Drohne. Die ging nämlich im letzten Moment dann eben doch nicht baden. Aber sie ist einfach über Wasser, hat sie sich da fangen und ist wieder zu mir zurückgekommen.
so geil. Ich hätte nie gedacht bei dem Crash im Sportmodus, dass sie noch zurückkommt, die Drohne. Hey, das war herrlich. Du bist Zeuge, hast du es gesehen? Ich bin Zeuge. Mein Herz rast immer noch. Spoiler, der ganze Rauch kam nicht von einer gecrashten Drohne, die hat TomTom nämlich sauber gesaved, sondern von Nebelmeister Philipp Platzer, der im Setting von Stefan Leitner irgendwie die Geister austreiben wollte. Ah, nach diesem Clip von Nate verstehe ich auch den Nebel. Sieht schon noch cool aus. Aber für was war eigentlich dieses schwarze Tuch mitten im See? Also für die Line, wieso macht man das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Was ist noch? Damit es dunkel wird. Nächster Tipp. Okay, nächster Tipp. Warum macht man das? Also muss ich Stefan fragen, ich habe keine Ahnung. Also das ist nicht mein Metier, ist mir zu langsam und zu leise. Warum macht man das mit dem schwarzen Backboard? Kunst. Das ist jetzt Kunst. Zum Studio-Feeling zu bringen, sie voll in den Vordergrund zu bringen, einfach Spaß haben. Okay, deine Antwort, warum macht man das? Das ist voll Kontrast. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen, oder? Also in dem Fall ist es wahrscheinlich hauptsächlich künstlerisch. Meine Idee ist einfach dieses Stilelement. Ich nutze das einfach mit. Man sollte sehen, dass das Blackfeel oder Negativfeel ist. Man sollte es einfach spüren, weil es eigentlich keinen Sinn macht, warum das mitten im See steht. Und genau das ist eigentlich der Grund. Und ich finde die Outfits sehr passend dazu. Also als und ich finde die geraden Linien. Also man hat Fels, See, Natur. Und jetzt hat man einfach ein schwarzes Rechteck mitten im Bild. Und das finde ich eigentlich nice. Puh, am Schluss gab es dann doch noch einen, der es wusste. Mal schauen, ob Nate auch das gut in Szene gesetzt hat. Ich lass das dann mal so stehen. Nach so einem tollen Tag willst du gar nicht mehr viel machen, als mit tollen Menschen ums Feuer sitzen und ein Bierchen trinken. Aber wie es dann so ist, wenn sich ein paar kreative Menschen und noch ein upcoming Music Star treffen, es wird kreiert. Wie am Samstagabend. Für Einfach Ben. Eine spontane Live-Session seines neuen Releases. Dunkel am Horizont und die letzten packen die Sachen ein für hey. Ich trinke den letzten Schluck der Flaschen aus und ich bleibe zurück allein. Weit weg von daheim. Ich laufe blind los. Aber das Ziel ist so klar. Ich fliege um die halbe Welt und das nur für dich zu sehen. Koordinaten von dir, mehr brauche ich nicht. Ich schwimme über den Ozean, mir stoppt nicht mehr, nur für dich zu sehen. Shooting in einem unglaublichen Kloster, Motorradfahren im Erzberg und ein High-Fashion-Shooting, das richtig durch die Decke ging und am Abend noch auflegen und ein Musikvideo drehen. Was für ein Wochenende. Da will man eigentlich nur noch zurücklehnen. Oder doch nicht ganz? Für mich war das Wochenende nämlich noch nicht vorbei, weil ich am Sonntag noch die Abschluss-Keynote halten durfte. Trick, wie man das was besser machen kann, indem man entschleunigt. Für mich geht dieses Weekend definitiv in die Geschichte ein. Und ich glaube, für ganz viele andere auch. Wie fandest du das Wochenende? Oh, wow, unglaublich schwierig mit Worten zu beschreiben. Es ist inspirierend, es ist motivierend, es ist beeindruckend. Es ist extrem cool. It was absolutely amazing. Sehr gut gefallen. Es war mega spannend. Es war einfach großartig. Es war von der ersten Sekunde war es so, als hätte man ein Campingwochenende mit Freunden. Großartig, als man sich wohl gefühlt. Man hat geilen Scheiß gelernt. Man sieht, wie andere Menschen arbeiten.
großer, also ein Riesendank an Sony. Es war ein Mega-Event. Eine unglaubliche Bereicherung, also wirklich eine so eine Gesamterfahrung. Unfassbar geil. Hey, mega, mega toll. Es waren unglaubliche zwei Tage. Die Erfahrungen, die Leute, das Zusammenkommen. Am liebsten würde ich noch ein paar Tage da bleiben, das ganze Equipment testen, weiter zu shooten. Die Tage waren echt nice und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können. Und wenn dir dieses kurze Video genauso gefallen hat wie denen der Kando-Trip, dann schau unbedingt die Vlogs und natürlich eben auch die cineastischen Teile, die du von Nate schon zwischendurch gesehen hast. In diesem Sinne bedanke ich mich von Herzen bei allen Menschen, die dabei waren und auch all jenen, die es ermöglicht haben, wie beispielsweise eben Sony, Emma Wanderer, Kraft und so weiter und so fort. Herzlichen Dank für alles. Es war wirklich unglaublich und im Namen von Corp Media und auch Nate, der jetzt gerade hinter der Kamera sitzt, bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid alles geile Sieche. Timo out.